Der geht bis runter. Manchmal sind es bei Elektromasten. Ich bin bis auf 420 Meter hoch, da braucht man fast 3 Stunden. Da sind ja die Restplattforms dazwischen. Ne? Und ich habe 2 Leute mal von meinen Motoren runterholen müssen. Ja. Da gibt es dieses Phänomen, dass die also vollkommen verkrampfen. Erfahrene Leute. Die bringst nicht mehr von der Klammer weg. Wird dann alles zum Knattern anfangen. Spritze in den Arsch, knicken die so in sich zusammen. Und dann habe ich die auf der Schulter in einer Ringleiter dann. Also, na, das war der Effekt. Dann habe ich die runtergetragen. Und eine Schlange ist mir mal begegnet, so bei knapp über 100 Meter, die hat sich auf so einer Plattform irgendwie so. Und ich komme da so hoch und greife da hin, aber sehe ich da so eine Zunge. Frag, kann man nicht, ne? Ja. Herr Richter, der... Was passiert, oder? Nein, nichts passiert, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben uns weitergesprochen. Das ist ja die Herd von der Station. Das passiert öfter. Teil abquatschen. Auch diese Skorpione unten mit den Kabelschächten drin. Also wir haben immer erstmal Flammen durch die Kabelschächte geschüttet, zurück die Benzin rein, kurz angesteckt und dann hatte ich meine Monteure hinterher, die Holzplatten oder Metallplatten hoch. Das ist nicht zu verachten, so ein schwarzer Skorpion, der fackelt den Flammen ein. Die Koaxialkabel, werden die dann später geschnitten in kurze Stücke oder wie macht man das? Geschnitten. Das sind sie dann am Versuchen. Welches System sie verwenden. Guck mal, bei der Chance mal an so ein Stück Erinnerung zu kommen, so von einem halben Meter. So, das sind auch Energie drauf. Ja, weil die sind der Einzige. Also ich habe die noch nie gesehen. Wer hat die überhaupt gebaut? Den wird es nicht gewesen das sein. War Köln und Lyon. Ach, Köln, ja. Als Audi. Also ich habe sie nirgendwo nicht mal bis 1 Megawatt haben wir den nicht mal eingesetzt. Also die Art hier mit dem Velo, ja. Außerdem haben wir immer unterirdisch gehabt. Ja, wenn Ihnen jemand so ein Stück rausschneidet, wegen mir dürfen Sie gerne eins mitnehmen. So. Muss er geflext werden, ne? Ich habe so verschiedene von meinen Tätigkeiten. Die müsst ihr halt daheim weiter bearbeiten. Ja. Ich bin jetzt auch seit 2 Jahren pensioniert. Da gibt es ja wirklich. Da ist ja noch eine Außenhülle drüber, die graue. Die graue ist doch eine Außenhülle drüber, ne? Das graue Zeug? Das ist ganz normal der Schirm von der Vorhaut. Achso, ist nur angestrichen dann, ne? Ich habe so ein Display, hauptsächlich aber Spinner. Bis 230 mm Durchmesser etwa so. Ja. Die habe ich so an der Wand stehen und schön so angeschnitten alle und das ganze Kupfer dann raus. Und wenn dann genau Sie haben so ein schönes Stück in Ihrem Büro. Das haben wir früher auch gemacht. So. Ja, ja. Wenn dann Leute kommen und die staunen dann nur Hof für Künstler schicken kann. Andere schicken Buttermilch dadurch. Ja, ich finde das auch so extrem eigentlich, was man damals in der Anfang der 70er Jahre, was man da so gemacht hat. Ja, ja. Die Entwicklung, das wurde ja alles neu entwickelt. Das gab es ja in der Leistung. Anfang der 70er, das war ja dann noch 60er Umtechnik. Siemens hat ja da wahnsinnig viel gemacht. Ja, das hat es ja in der Reine Probe. Ja. Übrigens, ihr seid da die Funken schon sehr angestellt. Ja. Genauso im Antennenbau. Also, wenn ich jetzt so das intensiv beim Rückbau so feststelle, was ist eigentlich alles drin steht. Auch Feinarbeit, Kleinarbeit. Von Anfang an mit groß aufgebaut. Ja. Ich soll jetzt von Anfang an, nach der Grundsteinlegung, ja, das war dann wieder später nach der Grundsteinlegung. Also ist echt das Kind von Ihnen, so zu bauen, ja. Dann haben wir kurz angefangen daraus, einen Tag, und dann sind wir weiter auf Schulungsmaßnahmen für Dorfregionsorten, für BZ 2 Jahre lang überall unterwegs gewesen. Mit was ist die Station denn das Deck abgefahren, spannungsmäßig? Habt ihr da irgendwelche Dieselgeneratoren gehabt? Ja, so aber da ging also nichts für den Betrieb, da haben wir nichts gehabt. Nichts mehr, so. Wir konnten also keinen Betrieb mehr haben. Also wenn Stromausfall war dicht? Dann war es dicht, ja. Okay.
600 Kilowatt war es einfach nicht möglich. Was heißt möglich? Also möglich wäre es trotzdem. Die Kirche ist vielleicht bekannt in Trier, die machen ja die riesengroßen Generatoren, bis teilweise 2 Megawatt. Ja. Der Kirsch hat ja rote, nicht blaue Männer, sondern rote Männer, rote Anzüge und hat ihn dann Kameramann mitgenommen. Und dann 3-4 Wochen in diesem Riesengenerator und dann haben die zerlegt, wieder zusammengebaut. Ja. Und anschließend die Schule mit dem Schwarzen zu machen. Jetzt muss ich schauen, dass das Zeit nicht locker läuft. Ja, ging ja jetzt kurz schnell weiter unten. Ne? Ja. Ich habe letztes Mal auch eine Stunde mit dem Holger. Ne? Ja. Das hat furchtbar gequietscht da oben. Das hat mir wirklich in der Seele eingeschaut. Relativ leise jetzt hier. Ne? Die haben die Befeuerung an, siehst du da oben die Lampe? Aha. Die ist übrigens über einen Meter hoch. Ne? Hat innen so 3 oder 4 Streifen. Ich kenne diese langen nicht. Wir hatten solche, wie so Glasglocken waren. Die so groß, sah etwa aus wie so ein etwas übergroßes Einmachglas. Und die wurden einfach weggeschraubt. Das war, wie gesagt, schon jahrelang. Ich denke, dass die schon Leuchtstoffröhren da drin haben. Einfach vom Energieverbrauch. Bei der Menge, das ist ja, da siehst du mir halt, ich habe auch beide mit einem draußen. Ja, da liegt, ja, ja. Ja. Ist gut. Die sind groß, die sind so hoch. Ja, ich denke, das ist, weil das ist ein ganz anderes Rot als das, was ich kenne. Wir haben es ja da abends gesehen, dass die da so rosa vor sich. Wir waren doch mal hier. Ich weiß. Das waren aber die. Das war ja mehr rosa als rot. Ne? Und ich kenne die so richtig. Und der oberste ist auch an, da oben. Ja. Naja, das würde keinen Sinn machen, wenn die unten an sind. Der nächste Mast aber nicht, langsam. Der nächste Mast ist aus. Der hat ihn auch, der ist auch an da hinten. Der ist auch an. Das ist von hier aus sogar. Spitze, dass der rosa leuchtet. Ja, der ist an. Aber der zweite hier ist aus. Erste, zweite.